Köpf vom Bauer Heubel. Ja. Maisfeld. Passt. Also folgendermaßen. Ich bin 22 Jahre alt. Immer wenn meine Großmutter von einem Okapi träumt, dann stirbt hier in unserem kleinen Dorf jemand. Marianne. Ein Optiker liebt meine Großmutter, sagt es ja aber nicht. Meine Mutter hat einen Blumenladen und ein Verhältnis mit dem Eiskaffeebesitzer. Ciao, Tutti. Ich habe immer Angst, dass etwas Schlimmes passiert und wenn ich was anderes sage, als ich denke, dann fällt irgendwo irgendwas herunter. Jetzt hören Sie mich doch mal an. Das tue ich doch. Wann fährst du nach Japan? Morgen Abend. Sehen wir uns vorher nochmal. Erzähl es niemandem weiter, aber ich fürchte, ich habe heute Nacht von einem Okapi geträumt. Bist du dir wirklich sicher, dass es ein Okapi war? Einige Leute im Dorf fanden, dass es angesichts des nahenden Todes an der Zeit sei, mit einer versteckten Wahrheit herauszurücken. Die mich trifft es bestimmt nicht. Das muss ich schon selbst erledigen. Am Mut hängt der Erfolg. Was machen Sie denn hier? Ich heiße Frederik. Ich komme eigentlich aus Hessen. Dachte, du kämpfst aus dem Nichts? Ja, es ist ungefähr dasselbe. Solche Sorgen. Weil ich Angst habe, dass er uns seltsam findet. Das Leben ist genauso unglaubwürdig wie ein Okapi. Aber wenn man sich genauer umsieht, erscheint einem ohnehin das meiste im Leben als seltsam. Du weißt, dass ich dich eines Tages heiraten werde. Wen denn sonst? Ihr müsst alle so dringend etwas Weltereinlassen.